Hey, wenn man keine Kitas mehr braucht, wozu brauchen wir dann Schulen oder Universitäten? Was? Medizin studieren? Brauchst du gar nicht. Der Onkel Heinz zeigt dir zu Hause an einem Kotelett, wie man operiert. Ich begrüße unseren Heute-Show-Erziehungsexperten Olaf Schubert, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass er da ist, der Leiter unserer Heute-Show-Pädagogik-Redaktion. Du bist voll im Thema, auch weil du, das darf ich glaube ich hier verraten, privat sehr, sehr viele Kinder hast. Das ist wirklich viele Kinder. Ja. Er hat uns auch freundlicherweise ein privates Foto mitgebracht. Wir können mal kurz gucken. Ja, da. Ja, da spart man mal das Geld für den Vaterschaftstest. Wir können ja gleich nochmal darüber reden, wie ihr das privat macht, Betreuungsgeld, ja oder nein. Erstmal grundsätzlich eine Prämie für Eltern, die ihr Kind nicht in die Kita bringen. Wie sinnvoll findest du das? Tja, das ist natürlich eine schwere Entscheidung. Ich denke mal, wenn man sich prinzipiell erstmal für ein Kind entschieden hat, zum Beispiel fürs eigene, dann muss man auch diese Konsequenzen tragen, sage ich mal. Ne? Kinder, das weiß jeder, Kinder sind natürlich erstmal lieb und nett und hübsch, aber manchmal natürlich auch anstrengend. Andererseits, wenn man dann natürlich wirklich in sein Herz reinfühlt, ganz tief, dann merkt man, es nervt. Und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand für 100 Euro das auf sich nimmt, die zu Hause zu behalten. Also das da müsste mehr kommen. Ja, da müsste mehr kommen. Ja. Frühkindliche Förderung, sagen alle Experten, ist wahnsinnig wichtig. Muss man das nicht Fachkräften überlassen? Natürlich, da braucht es unbedingt Fachkräfte. Ne? Es ist ja wichtig, dass der Wille des Kindes ganz früh gebrochen wird. Und das geschieht natürlich, viele Eltern sind ja zu fein, ihre Kinder zu schlagen. Und deshalb ist es wichtig, dass es da also wirklich Fachkräfte gibt. Am besten Frauen mit Bart. Also richtig, ja. Ich denke da an Bulgarinnen, an Gewichtheberinnen. Ja. Gewichtheberinnen, die aufgrund von Dopingvergehen gesperrt sind und die könnten zupacken. Absolut. Jetzt sagen ja die Kritiker dieser ganzen CSU-Idee, dass das gerade halt Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund noch weiter zurückwirft und noch weiter benachteiligt. Stichwort Migrationshintergrund. Du stammst aus der DDR, das wissen vielleicht nicht viele. Bei euch war es ja so, man wurde den Eltern im Kreissaal weggenommen und dann, ich glaube, mit Beendigung der Pubertät zurückgegeben. Nach der Armee. Nach der Armee. Ja. Und wie hat das funktioniert und wie hat sich das bei dir ausgewirkt? Wie hat das funktioniert? Tja, man sieht ja, das Experiment ist gescheitert. Also, es ist doch, ja, meine Kollegen, viel lichtscheues Gesindel. Also, eine labile Generation, nicht belastbar. Ja. Also, anfällig für Volksmusik und dubiose Parolen. Also, da bin ich, ist es bei mir Gott sei Dank anders gelaufen. Also, mein Vater hatte eine Bekannte, das war meine Mutter. Und dann bin ich zu Hause erzogen worden und dann gleich Harvard und Yale. Der übliche Ablauf in der DDR. Unsere Familienministerin hat sich zur aktuellen Debatte jetzt mal nicht geäußert. Dafür hat sie ein Buch auf den Markt geworfen mit dem Titel Danke, emanzipiert sind wir selber. Darin kritisiert sie unter anderem einen verbissenen Feminismus. Wie stehst du zum verbissenen Feminismus? Also ich bin kein Verbissener, ich bin ein Normaler, ich bin Feminist. Und ich finde das gut. Ich bin auch für die Frauenquote und so. Und auch zu Hause bei mir mit meiner Freundin, mit der Carola, da ist eingeteilt alles ganz frei. Also meine Frau zum Beispiel, also Staubsaugen und diese ganzen unangenehmen Dinge, Abwasch, das kann sie sich selber raussuchen, wann sie das macht. Also da sind wir sehr liberal. Sehr modern auch. Ja. Komme damit gut klar. Glaube ich, absolut. Mhm. Und die Carola und du, würdet ihr denn dieses Geld dann jetzt annehmen, diese 100 oder 150 Euro oder eher nicht? Also wie ich Carola kenne, würde sie bestimmt das Geld annehmen und das Kind trotzdem in die Kita schaffen. Das ist doch ein Kompromiss. Olaf Schubert, meine Damen und Herren. Erziehungsexperte der Heute-Show.